Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. So, heute ein Vergleichsvideo zwischen dem VW Golf 8 Variant zu meiner Rechten und dem VW Passat Variant Typ B9 zu meiner Linken. Der wesentliche Unterschied bei den beiden Autos besteht natürlich einmal in der Klasse und einmal in der Größe des Fahrzeuges. Wir haben bei dem Passat mittlerweile ein Fahrzeug in der Luxusklasse mit einer Länge von 4,92 Meter. Also wir kratzen da an den 5 Metern, was also wirklich schon mit einem Radstand von weit über 2,50 Meter ein sehr, sehr großes Auto geworden ist mit einem sehr, sehr großen Ladevolumen. Bei dem Golf-Variant ist es so, das Auto ist auch gewachsen. Wir haben da eine Außenlänge von 4,63 Meter, wo man also auch sagen muss, für ein Fahrzeug in der Klasse schon ziemlich groß. Ich erlebe es bei uns auf dem Platz immer mal wieder, dass der ein oder andere Kunde vor dem Golf-Variant steht und denkt, es ist ein Passat. Das ist aber gar nicht der Fall. Die Autos sind halt einfach in der Dimension gewachsen. VW hat eben halt gesagt, wir wollen beim Golf-Variant etwas mehr Größe schaffen und bei dem Passat in jedem Falle eben halt auch. Es gibt ja nochmal die Derivate mit dem Shooting Brake eben halt, mit dem Arteon. Einmal als, ich sag jetzt mal, Limousine mit einer großen Heckklappe und alternativ dann eben halt nochmal die Kombi-Variante. Da hat VW dann eben halt gesagt, den Passat bringen wir jetzt in einer Größe ähnlich dem Shooting Brake, aber eben halt genau mit diesen klassischen Merkmalen, wie wir sie bis dato beim Passat eben halt auch gehabt haben. Der Passat ist ja immer ein Fahrzeug gewesen, was, ich sag mal, sowohl als Familienkombi wie eben halt auch, ich sag mal, als Dienstwagen super gerne genutzt wurde. Wir sind jetzt mittlerweile hier bei der Generation B9. Was ich lustigerweise festgestellt habe, der Passat feiert mittlerweile im VW-Konzern den 50. Geburtstag. Das muss man sich mal überlegen. Ein Fahrzeug, was über eine Laufzeit von 50 Jahren gebaut wurde, gibt es eben halt auch heute noch. Glücklicherweise als Verbrenner, so wie das Auto jetzt hier steht, ein 2 Liter Diesel, 193 PS Leistung in Kombination mit einem 4Motion Antrieb, also mit Allradantrieb. Automatik natürlich mit dabei. Wir gucken uns gleich die Autos noch mal etwas aus der Nähe an, schauen noch mal innen einmal rein und einfach sagen, das Auto, wie es jetzt hier steht, ein vollwertiger, erwachsener Kombi mit allen Attributen, was so ein Auto heutzutage braucht. Aufgrund des längeren Radstands gegenüber dem Golf ist das Auto im Fahrverhalten natürlich noch komfortabler, also gerade für den, der eben halt lange Reisen machen möchte, natürlich ein ideales Auto. Sitzposition gucken wir uns gleich noch mal an, ist eben halt auch gewaltig. Was ich aber heute mal anders im Verhältnis zu den anderen Videos machen möchte, ich möchte als erstes mal in Richtung Kofferraum schauen. Da denke ich, fangen wir mit dem Passat jetzt mal an, gehen da in die Runde, nehmen die Kamera einfach mal mit. Ich mache hier vorne mal einmal die Tür auf und dann gehen wir direkt hier nach hinten. Dann schauen wir hier mal, was wir da an Volumen haben. Was direkt auffällt, das ist ein bisschen anders gegenüber dem Golf-Variant. Wenn ich bei diesem Auto hier die Heckklappe eben halt öffne, es ist eine elektrische Heckklappe, fährt auch elektrisch gleich das Rollo nach vorn. Ich habe hier keine Ladekante in dem Sinne, die jetzt irgendwo störend ist, sondern habe das Ganze direkt auf einer Höhe, habe unten drunter aber auch noch mal einiges an Fläche, wo ich auch mal gerade was reinpacken kann. Die Autos haben ja heute im Regelfall kein Reserverad mehr, sondern nur noch ein Reifendichtmittel mit einem Kompressor. Und wenn ich jetzt mal hier einfach den Gang nach vorn mache und klappe
die Rückbank mal einmal um. Ich mache das auf der anderen Seite auch nochmal, wobei ich sehe, das kann ich auch mit der Fernentriegelung aus dem Kofferraum machen, da ist es ein bisschen einfacher. Wenn wir da jetzt mal reinfilmen, dann muss man einfach sagen, ist das ein riesengroßes Volumen. So, und weil das so viele Zahlen sind, habe ich mir das mal auf den Zettel aufgeschrieben. Das heißt, bei nicht umgeklappter Rückbank haben wir hier 690 Liter, bei umgeklappter Rückbank sind es 1920 Liter. Das ist also gewaltig. Ich kann natürlich hier die Laderaumabdeckung rausnehmen. Die ist nur reingeklipst im Grunde genommen. Die kann ich rausziehen. Kann mir auch hier unten mit reinlegen. Da haben wir extra eine Halterung dafür, sodass das also auch nicht hin und her wackelt, nicht klappert, nicht scheppert während der Fahrt. Und dann ist dann diese Laderaumabdeckung hier unter dem doppelten Boden verschwunden. Und man hat also wirklich, wirklich richtig, richtig viel Platz bei dem Auto. Finde ich, hat man super gelöst. Es gibt viele Handelsreisende, viele Außendienstler, die immer, ich sag mal, Koffer mit dabei haben, ob es jetzt Gepäck eben halt ist zum Übernachten, ob es dann eben halt Musterkoffer sind oder ähnliches. Hier kann ich richtig viel reinpacken. Das ist, muss man sagen, in der Klasse ähnlich wie wir es kennen von dem Skoda Superb, der im Übrigen auf der gleichen Plattform gebaut wird wie der Passat-Variant. Eins der Hauptmerkmale bei diesen großen Kombis. Ich gehe jetzt heute mal nicht auf diese weiteren Details ein mit Anhängekupplung und 360-Grad-Kamera und Standheizung und Panoramadach und was so ein Auto alles hat, sondern uns geht es in erster Linie wirklich mal darum, den Unterschied zu zeigen von den Abmessungen her. Jetzt haben wir den Passat soweit, jetzt gehen wir mal rüber zum Golf-Variant. Und wenn ich hier jetzt reingucke, dann ist das auch schon nicht wenig. Also wenn wir jetzt mal den Vergleich, dann nehme ich mir meinen Zettel wieder, mal nehmen. Außenlänge 463, der hat 611 Liter, wie gesagt Passat 690 Liter. Hier gehen jetzt 1642 Liter rein, 1920 Liter eben halt bei dem Passat. Das heißt, so viel kleiner ist der Kofferraum eigentlich auch nicht. Mal hier die Fernentriegelung, einmal linke Seite, einmal rechte Seite. Wenn wir da jetzt mal reinfilmen, merkt man schon, dass es in der Länge ein Unterschied ist und dass es eben halt auch in der Höhe ein Unterschied ist. Ich glaube, in der Breite wird sich das gar nicht so schrecklich viel nehmen. Das sind vielleicht 3, 4, 5 cm, wo jetzt der Passat eben halt noch mal etwas breiter ist. Tatsächlich, sag ich mal, ist es nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, für denjenigen, der jetzt unterwegs ist und eben halt auch Volumen braucht, wird das mit dem Golf-Kombi aller Voraussicht nach bei dem einen oder anderen sicherlich auch hinhauen. Aber es ist natürlich auch gerade im Dienstwagenbereich ein Thema, wenn es dann um Langstreckentauglichkeit, um Komfort geht. Da ist ein Golf-Kombi schon gut. Kann man jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das funktioniert mit dem Auto nicht. Wir haben mehrere Fahrzeuge auch in der Richtung verkauft, speziell mit dem Dieselmotor für Ingenieure, Handelsreisen und so weiter. Das geht. Aber wenn ich jetzt wirklich derjenige bin, der eben halt Strecke machen muss, das heißt heute nach Hamburg, morgen nach München, dann merkt man natürlich auf Strecke gesehen, dass man in so einem Passat schon noch anders unterwegs ist, ob es die Innenraumgeräuschkulisse ist, Auto ist leiser im Innenraum, Abrollgeräusche, Komfort aufgrund des längeren Radstandes ist bei dem Passat natürlich nochmal eine ganze Ecke besser. Jetzt darf man nur eins dabei eben halt auch nicht vergessen, ich sag mal, so ein Autokauf ist auch immer eine Budgetfrage. Ich dann mal sehe, so ein Passat, top ausgestattet, wie er jetzt da steht, kostet nach deutscher Liste Richtung 68.000 Euro. Wiederhole das nochmal, 68.000 Euro. So, bei uns im Reimportsektor kostet so ein Auto 55.990. Ist natürlich schon mal ein gewaltiger Nachlass, der da von vornherein runtergerechnet wird. Aber nichtsdestotrotz, sagen wir ehrlich, 56.000 Euro ist auch Geld. Und da darf ich eben halt auch erwarten, dass so ein Auto, ich sag mal, allen Ansprüchen genügt. Das ist bei dem Auto der Fall, weil er von der Ausstattung her eben halt super komplett ist. Aber dann habe ich auch die Erwartungshaltung, dass ich bei dem Auto, wenn ich unterwegs bin, auf der linken Spur mit 200 fahren kann und in Ruhe telefonieren kann, wenn ich irgendwie noch ein Gespräch abwickeln muss. Das geht in den Passat-Varianten ziemlich gut. Das wird mit einem Golf-Kombi ein bisschen hakeliger, muss man fairerweise sagen. Das Auto ist etwas lauter im Innenraum in dem Moment, ist nicht so wahnsinnig gut gedämmt. Da ist eben halt der Passat einfach das luxuriöse, komfortablere, bessere Auto. Ich jetzt mal den Preisvergleich ziehe. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil die Version, die wir hier stehen haben, ist ein 1,5 Liter TSI mit 115 PS. Auch in einer tollen Ausstattung, aber eben halt nicht so luxuriös. Kein Airline-Paket, kein Panoramadach, keine Standheizung mit dabei, keine 360-Grad-Kamera, kein Allradantrieb.
so ein Auto liegt natürlich vom Preis her in einer anderen Preisgrößenordnung. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, liegen wir jetzt bei 27.990 für so ein Auto. Aber wenn ich jetzt mal das Niveau hochschraube und sage, ich nehme einen Golf als Variant, nehme Airline, nehme 2 Liter Diesel, nehme dann eben halt zusätzlich Panorama, nehme Standheizung mit rein und, haben wir sicherlich im Nachhinein nochmal eine Preisdifferenz irgendwo im Bereich zwischen 8.000 bis 10.000 Euro zwischen dem Golf-Variant und dem Passat-Variant. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, je nachdem, was da im Budget eben halt zur Verfügung steht. Im Dienstwagensektor ist das ja häufig ein Thema wegen der 1%-Regelung, wo dann so ein Dienstwagen eben halt auch versteuert werden muss. Da ist es natürlich so, dass dann häufig aufgrund des Budgets eher der Golf-Kombi eben halt zum Zuge kommt. Und für die Leute, die wirklich extrem viel fahren und in einer gewissen Gehaltsklasse unterwegs sind, ist es dann eben halt eher der Passat-Variant. Ich will aber noch auf eins drauf eingehen, weil sonst ist der Vergleich, ich sag mal, ein bisschen unfair. Es gibt natürlich auch einen Passat-Variant, wo ich dann sage, okay, der hat dann einen 150 PS Benzinmotor und 1,5 Liter TSI. Der ist dann halt nicht ausgestattet mit allem Zip und allem Zap, was man irgendwo mit reinnehmen kann. Dann werde ich ein solches Auto sicherlich auch irgendwo in der Größenordnung um 36.000, 37.000 Euro bekommen. Nur mal, um den Vergleich zu haben, dann haben wir die 8.000 bis 10.000 Euro jetzt auch mal ausstattungsbereinigt oder auf einer Ausstattungslinie eben halt zusammengestellt zwischen dem Passat und eben halt dem Golf. Jetzt machen wir gerade noch eins. Ich steige mal einmal in den Passat-Variant ein, um da nochmal zu schauen, wie jetzt speziell hier die Sitzmöglichkeit ist. Wir hatten ja in dem anderen Passat-Video, was wir gemacht haben, rein zum Passat schon mal die Größenverhältnisse angezeigt, wie es ist, wenn man in dem Auto drin sitzt. Und das ist halt genau der Punkt. Wenn ich hier jetzt einsteige und sehe jetzt einfach mal bei meiner Größe die Verstellmöglichkeiten des Sitzes alleine schon. Jeder, der viele Kilometer fährt, der wird wissen, wie wichtig das ist, dass man perfekt in so einem Auto sitzen kann, weil sag mal, wenn ich da irgendwo eine Reise antrete und bin dann mal 5-6 Stunden unterwegs und steige dann aus und habe nicht gut gesessen, passiert es halt auch sehr, sehr schnell, dass ich mir den Rücken verdrehe oder dass ich Rückenschmerzen habe. Für Vielfahrer ist das häufig eben halt ein großes Thema, wirklich richtig gut zu sitzen. Hier bei diesem Auto haben wir jetzt diesen Airline-Sitz hier mit drin. Der hat auch einen speziellen Namen, der nennt sich Ergo-Active-Sitz. Mit Verstellmöglichkeiten in alle Himmelsrichtungen, ob es die Höhe ist, die ich mir einstellen kann. Also hier vorne nochmal die Auflagefläche hochziehen kann, ob es eine Verstellung ist im Bereich der Länge, der Sitzfläche, ob es die Rückenlehne ist, die ich mir perfekt einstellen kann, unterschiedliche Sitzkissen und nochmal eine Massagefunktion zusätzlich. Für einen Vielfahrer natürlich wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil ich dann irgendwo irgendwie eine Sitzposition habe, die nahezu perfekt ist, wo ich sage, wenn ich 500 Kilometer gefahren habe, die anderen 500 fahre ich auch gerade noch. Das ist nicht das Problem, weil ich perfekt sitze. Großes Display hier mit drin, Head-Up-Display ist auch für den Vielfahrer sicherlich ein Riesenthema eben halt, weil man immer irgendwo an der Kante dessen unterwegs ist, dass man vielleicht irgendwo doch ein Tucken zu schnell ist. Naja, gut. Wer viele Kilometer fährt, der weiß, wovon ich spreche. Dann geht es auch ganz schnell, dann ist da das erste Blitzerfoto, dann kommt das zweite Blitzerfoto. Da ist so ein Head-Up-Display natürlich schon mal wirklich Gold wert, weil man dann direkt im Blick hat, wie schnell das man unterwegs ist. Das macht das Ganze ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher. Also Komfort hier in dem Auto, wirklich spitze, kann mir das Lenkrad einstellen, perfekt, dass ich ganz entspannt sitzen kann. Habe hier die Mittelarmlehne, wo ich den Arm schön ablegen kann. Könnte ich jetzt links in der Tür oder eben halt oben auf der Türverkleidung genauso machen, also um Kilometer zu fahren. Wirklich ein tolles Auto, ein sehr sicheres Auto eben halt auch. Aber gut, im 50. Jahr darf ich dann eben halt auch erwarten, dass so ein Auto in allen Bereichen wirklich tipptopp unterwegs ist. Ob es Fahrdynamiksysteme sind, ob es, ich sage jetzt einfach mal, die sogenannte passive Sicherheit eben halt ist. Das ist in dem Auto halt einfach perfekt gegeben. Jetzt gehen wir mal einmal rüber, schauen uns das Ganze bei dem Golf-Variant nochmal an. Also sehen wir schon den ersten Unterschied, das ist ein Schalter, drüben hat man eine Automatik. Auch hier sind die Sitze schön ausgeformt, das ist auch gut, aber im Bereich der Verstellmöglichkeiten bin ich dann natürlich schnell am Ende. Das heißt, ich habe hier einmal die Höhenverstellung, habe dann einmal nochmal die Lehnenverstellung. Im Lenkradbereich kann ich mir das genauso anpassen, das geht.
Aber soweit ich weiß, ist ein Head-Up-Display für so ein Auto gar nicht bestellbar, so wie ich es drüben beim Passat eben halt bekommen kann. Und wir sehen auch schon, was hier eben halt das Navigationssystem angeht, das ist alles eine Dimension kleiner. Natürlich funktioniert das alles, natürlich geht das alles. Natürlich kann ich mit dem Auto auch Strecke fahren, aber ich werde es immer komfortabler in dem Passat haben. Da muss ich einfach eine Lanze für den Passat brechen, weil über die Jahre, wo das Auto in der Entwicklung drin gewesen ist, hat man sehr viel dazugelernt, hat sehr viele Erfahrungen eben halt gesammelt. Und das, was da heute bei herausgekommen ist, das braucht sich gegenüber Wettbewerbern, ob wir jetzt einen BMW oder einen Mercedes eben halt einfach mal zur Seite stellen, wirklich nicht zu verstecken. Natürlich kann man darüber sprechen, wie sieht es aus mit dem Produkt eben halt, mit dem Audi. Audi hat jetzt gerade den neuen A5 als Avant rausgebracht. Ist interessanterweise kein A4 Avant mehr. Eigentlich ist es ein A4 Avant, aber heute heißt er dann A5, weil alle Zahlen, die nicht gerade sind, sind die Verbrenner und alle Zahlen, die eben halt gerade sind, sind die Elektrofahrzeuge mittlerweile im Audi-Konzern. Da sind die Materialien vielleicht hier oder da noch ein bisschen hochwertiger gemacht, noch ein bisschen schöner, aber dann darf man auch nicht vergessen, ich jetzt sage, ich nehme den A5 Avant und statte den aufs gleiche Niveau aus, wie ich das drüben bei dem Passat habe, werden wir sicherlich nochmal irgendwo 10.000 Euro oben drauflegen müssen. Und wie gesagt, gerade beim Thema Dienstwagenregelung muss man ganz klar sagen, haben wir da die Situation, da sagt der ein oder andere Mitarbeiter auch, das ist es mir nicht wert, dann fahre ich liebend gerne eben halt mit dem Passat oder aber, ich bringe nur nochmal mit ins Spiel, den Superb Kombi. Weil das halt auch ein Fahrzeug ist, was, wie gesagt, auf gleicher Plattform hergestellt ist. Sicherlich vom Design her nicht so schick gemacht wie eben halt ein Passat-Variant. Aber der Superb, muss ich sagen, genießt mittlerweile im Markt eben halt auch einen hohen Stellenwert. Und wenn es da ums Geld geht, dann kommt der Passat, ja, muss man leider Gottes so sagen, tatsächlich eben halt nicht mit, weil der Superb-Kombi doch nochmal eine Ecke günstiger zu bekommen ist. Da spart man sich nochmal irgendwo locker 5, 6, 7, 8.000 Euro nach unten hin. Das heißt, da haben wir dann eher das Preisniveau, wie ich es beim Golf eben halt habe, aber dafür fahre ich dann eben halt den Skoda und nicht den Volkswagen. Da liegen die Unterschiede, wobei es im Konzern, ich sag mal, letztendlich eben halt auch so ist, dass die reine Antriebstechnik sicherlich auf dem gleichen Niveau ist, da wird es keine Unterschiede geben, aber im Innenraum zum Beispiel wird der Passat-Variant auch wieder leiser sein, als das eben halt bei einem Superb-Kombi der Fall ist. Wer da, ich sag mal, sensibel ist, was Geräusche angeht, wird bei dem Passat-Variant genau das richtige Auto für sich finden. So, jetzt hoffe ich, dass wir mal einen kleinen Vergleich gemacht haben. Würde mich sehr darüber freuen, wenn der Kanal abonniert wird. Würde mich auch sehr darüber freuen, wenn wir eine Anfrage zu dem Fahrzeug bekommen. Das ist jetzt eine kleine Auswahl von dem, was wir da haben. Wir sind natürlich auch in der Lage, alle möglichen Varianten, Farben und so weiter und so fort, Ausstattungslinien zu beschaffen und zu besorgen. Ich sage erstmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.